in Deutschland seit 2 Jahren passiert. Ja, wir machen das jetzt seit 2 Jahren. Ich spreche es jetzt hier mal gezielt an. Ich meine, heute gibt es hier keine Maskenpflicht, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass wir ein anderes Thema haben, weil es ist natürlich politisch wesentlich schwieriger, eine Demo aufzulösen, wenn man gegen Krieg demonstriert, als wenn man in Anführungsstrichen nur für Freiheit demonstriert. Könnte ein Grund sein, dass die Stadt Frankfurt heute gesagt hat, wir versuchen es mal ohne Maskenpflicht, aber worauf ich raus möchte, das kann nicht sein, dass es der Willkür oder der Entscheidung einzelner Behörden obliegt, ob Menschen auf der Straße demonstrieren dürfen, ob sie mit FFP2-Masken im Freien demonstrieren müssen. Wir würden jetzt alle fast 2 Jahre lang dazu erzogen, mehr oder weniger blind zu gehorchen. Und dieser blinde Gehorsam hat uns alle in die Situation gebracht, in der wir momentan sind. Wir haben aktuell in der Ukraine eine Situation, was auch das Thema heute ist, wo, wenn es dumm läuft, der dritte Weltkrieg vor der Tür steht. Und offenbar interessiert es keinen so richtig. Nein, stattdessen müssen wir immer noch diskutieren, Maske, Abstand und halten wir uns an all das. Und wie passt das zusammen? Es hat beides dieselbe Ursache. Es geht nämlich um Gehorsam und es geht um blinden Gehorsam. Und das ist das, was in der Geschichte der Menschheit immer die schlimmsten Verbrechen hervorgebracht hat, dass die Menschen einfach nur gehorcht haben. Dafür ist es eben wichtig, diesen Gehorsam abzulegen. Ja? Die Herrscher werden euch so lange beherrschen, solange ihr euch beherrschen lasst. Ich für meinen Teil kann es nicht nachvollziehen, wie man im Jahr 2022 immer noch, und das ist meine Privatmeinung, dafür werde ich mir wieder Freude machen, eine Demo abhalten kann in irgendeiner Stadt, wo dann 10, 15 tolle Redner, ja, irgendwelche Sachen erzählen und wo vor denen dann 1000 oder 10.000 Leute mit FFP2-Masken stehen und über Freiheit diskutieren. Das funktioniert nicht. Es ist natürlich schwierig, aktiv diese Regeln anzugreifen. Das wird nicht funktionieren, weil unsere kompletten Oberverwaltungsgerichte und das Bundesverfassungsgericht gleichgeschaltet sind. Kein Anwalt dieser Welt wird das ändern. Nur ihr alle, nur wir alle können das ändern. Und dafür müssen wir aufhören, blind zu gehorchen. Irgendwann im Frühling wird gelockert, als ob wir im Strafvollzug wären. Da gibt es einen sogenannten Freedom Day. Bei dem Begriff kommt mir schon das Kotzen. Da gibt es tatsächlich Menschen in Deutschland, die glauben, dass es damit vorbei ist. Diese Politik verkauft uns, dass es Freiheit ist, wenn wir ab jetzt bis ans Ende aller Tage Masken tragen dürfen, müssen, Abstand halten müssen, mit einer Impfpflicht leben müssen und vor allem damit, dass die Kinder auch im Jahr 2021, 2022, 2023 und darüber hinaus in der Schule Masken tragen müssen. Das verkauft man den Deutschen als Freiheit. Und ein Großteil der Deutschen ist bereit, das als Freiheit zu akzeptieren. Und da frage ich mich, was in diesem Land falsch läuft und ob vielleicht die ganzen großen Dichter und Denker in den letzten Jahrhunderten nicht gelesen wurden oder ob man es einfach nur vergessen hat. Auf die Straße zu gehen. Von Seiten der Medien kommt häufiger die Frage auf, ob Prozesse der Bürger die Mitte gesichert werden und ist der Mitglied von einem Verein gesichert. Da stellen wir ganz klar auf die Verbindung ein. Thank you.
Seit einer gefühlten Ewigkeit hören wir in den Medien rund um die Uhr, wie gefährlich Corona doch sei. Fast jede Woche kommt eine neue Virusvariante auf den Markt. Und ist man mal 2 Wochen ohne Fernsehen irgendwo im Urlaub, hat man auch schon den Anschluss verpasst. Wieder daheim liest man am besten erstmal die Todesanzeigen, um nicht den Überblick zu verlieren, wo neue Wohnungen frei geworden sind. Und jede neue Mutation ist natürlich tödlicher als die vorangegangene. Sagen die Medien. Und die können sich ja nicht irren. Für den Einzelhandel, auf die für die Wahrheit, auf die gegen die Maske. Einen Ausspruch. Er sagte, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Und ihr alle fühlt, dass ihr in der Pandemie in das Licht geführt werdet. Ihr spürt die Unwahrhaftigkeit unserer Medien, oder nicht? Und es war Robert F. Kennedy Jr., der uns am 29. August 2020 zurief, Regierungen lieben Pandemien wie Kriege, weil sie uns über die Angst gefügig machen können. In diesen Stunden und Minuten, wo wir heute durch Frankfurt gelaufen sind, haben viele Menschen in der Ukraine ihr Leben verloren. Lasst uns derer gedenken. Und deshalb müssen wir denen, die uns in den Krieg hetzen, die rote Karte zeigen. Und ob ihr links seid oder rechts seid, wo auch immer ihr euch verortet, lasst uns alle in den kommenden Wochen und Monaten für den Frieden hier in Frankfurt genauso wie für unsere Impfkarte auf die Straße gehen. Die Gefahr für den Weltfrieden ist so groß wie nie zuvor. Und deshalb ist meine Bitte, geht den Kriegshetzern nicht auf den Leim. Das erste Opfer von Kriegen ist die Wahrheit. Es wird auf beiden Seiten gelogen. Und ich sage nochmals die Worte wie vor einer Woche und immer wieder von Karl Jaspers. Frieden ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Daher ist die Unwahrheit das eigentlich Böse, jeden Frieden Vernichtende. Die Unwahrheit von der Verschleierung bis zur blinden Lässigkeit, von der Lüge bis zur inneren Verlogenheit, von der Gedankenlosigkeit bis zum doktrinären Wahrheitsfanatismus, von der Unwahrhaftigkeit des Einzelnen bis zur Unwahrhaftigkeit des öffentlichen Zustands. Die Regierungen, die Konzerne, sie lügen uns an. Ihr wisst das, ihr merkt das in der Pandemie. Und ich sage euch, dies geschieht auch gerade angesichts der drohenden Kriegsgefahren, die über die Ukraine hinausgehen. Deshalb lasst uns beten für den Frieden. Lasst uns auf die Straße gehen für den Frieden und die Freiheit. Lasst uns immer daran denken, wenn wir auch unterschiedliche Religionen vielleicht angehören, wenn wir unterschiedlichen Völkern angehören, wir sind alle Menschen. Es sind Momente, die das Herz berühren. Es sind die Tage, die man nie vergisst. 100.000, die zusammenstehen. Für die Freiheit auf die Straße gehen. Heute ist Abstand tabu. Wir stehen zusammen
für die Freiheit, denn nur so hört man uns zu. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und das nimmt uns keiner weg. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und das nimmt uns keiner weg, nimmt uns keiner weg.